Hallöchen Leute, es ist wieder Viertel vor 5 Uhr, ich habe nicht geschlafen, Video geschnitten, aber heute schauen wir uns jetzt noch den zweiten Teil von Sam vs. Wild by the Scenes an. Und heute kam ja auch schon Sam vs. Wild, der erste Teil, die heute ist voll schon raus, aber es ist ja Reaktionssperre, das heißt, ich darf erst morgen um 18 Uhr drauf reagieren. Das heißt, morgen 18 Uhr wird hier ein Video kommen, wo wir den ersten Teil anschauen. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, liked und jetzt würde ich sagen, let's go rein, Sam vs. Wild Ankunft, 24 Stunden vor Aussetzung. Klingt spannend, ich bin hyped, let's go! Naja, die Stories. So, dann. Jetzt ist es dann soweit. Oh je, Freunde. Heute fliege ich los. Puh. Ja, jetzt werde ich auch nervös. Ohne Spaß. Es wird crazy. Es geht los. Ich habe sehr Bock. Ich bin sehr hyped. Ja, jetzt geht's los. Ich bin jetzt wirklich weg. Ich habe Gefühle, die kannte ich noch überhaupt gar nicht. Es ist krass. Es ist krank. Oh, wisst ihr, ich das sehe so. Oh, was ist jetzt? Okay, das ist jetzt weird. Das will ich eigentlich so jetzt nicht haben. Das habe ich nur auf Twitch streamen. Also wenn ihr diesen coolen Übergang nochmal sehen wollt, dann kommt er auf Twitch eigentlich nur. Hier eigentlich nicht. Das ist komisch jetzt. Aber ja, was ich sagen wollte, wenn ich das so sehe, hatte ich ultra Bock, da auch mitzumachen. So wirklich, wenn ich das so sehe, wie die so hyped sind und wie die sich so drauf freuen und wie die komische Gefühle haben. Und dann bist du ausgesetzt irgendwo in der Pampa und dann, ja, Mann, ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall hyped. Ist auch surreal noch, dass das rauskommt jetzt wirklich. Es ist schon Ewigkeiten angekündigt worden. Wir warten ja schon Ewigkeiten drauf und jetzt geht's los. Es ist wirklich so surreal. Bevor es dazu gekommen ist, dass die Seven vs. Wild Staffel 2 Teilnehmer wirklich in Südamerika angekommen sind, ist unheimlich viel passiert. Es mussten unvorhersehbare Probleme gelöst werden. Es kam zu Verletzungen im Team und es musste eine Menge organisiert und vorbereitet werden. Um euch hier aber die ersten Momente der Teilnehmer... Ja, hier Fritz, sein Schwert ist angerostet, ne? Und was vom Team ist passiert? Das hat Fritz auch gesagt, dass im Team irgendwas Verletzte gab, ja. Teilnehmer so ungefiltert wie möglich vor Staffelstart am Samstag zeigen zu können, haben wir uns entschieden, dieses Video jetzt schon zu veröffentlichen. Alles, was bis zu diesem Punkt und darüber hinaus passiert ist, erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Ja, laufen Sie. Ich mir vor, ihr macht gerade in Panama Urlaub und dann seht ihr einfach, dass die da rumlaufen und dann, ja. Macht der Autogramm und so. Viel Spaß. Überlebt hoffentlich gut, ne? Viel Spaß, ne? Ja, ja, wir sehen uns. Wir sehen uns auf YouTube dann. Seven in the Wilds. Da stand gerade Seven in the Wilds drauf. Der inoffizielle Name, den Knossi immer gegeben hat. Hier, warte. Seven in the Wilds. Neuer Name, jetzt offiziell, ja. Knusse hat sein Konzentrationsface so drauf und Fritz grinst sich ein ab hier. Für den ist ja Urlaub quasi. Ja, alles gut. Ja? Wenn mir nicht euer Backstage-Reporter so Nachrichten noch 3 Tage vorher macht, dass er so heilfroh ist, hier nicht teilzunehmen, weil es schlimmer ist, als er es je gedacht hat, dann wäre alles geil. Okay. Dave, oder was? Ja. In the Wild, hallo? Let's go. Ready? Wenn mir was passiert, dann kriegen die Herren von Wandermut eine Klage, aber das ist schallert. Da hätte ich da schon so. Ach, deswegen ist das Team verletzt gewesen, weil sich einer von denen vor Knossi geschmissen hat, dass sie nicht verklagt werden. Das ergibt Sinn, ja. Ey, wir sind wirklich da. Wir sind da. Und alle Leute, die gesagt haben, aber vergiss es. Wir sind angetreten. Und anzutreten bedeutet schon echt viel. Wir haben telefoniert, nächtelang. Wir haben Eier gezeigt. Sascha auch. Aber ist nicht, ob ich soll morgen oder nicht. Wir sterben, Krokodile. Und wir sind da. Ja. Wir haben es gemacht. Ob es eine gute Entscheidung war, wissen wir jetzt noch selbst nicht und noch nicht, aber das wird sich zeigen. Fuck. Sascha klingt auch ein bisschen krank irgendwie so, ne? So ein bisschen nasal. Ich weiß nicht, ob er wirklich, ob es nur so ist, so gerade so klingt, aber ja. Und Knossi immer rechts rauchen immer vorher, ne? Weil er hat nur 7 Zigaretten dann vor Ort, ne? Wissen wir ja nur. Er muss mit 7 klarkommen. Sie bringen uns um. 7 Meter Salzwasser, guck mal. Was ist zu einer Tonne schwer? Nein. Gibt's die doch. Also, aber nein. Ja, aber nein. How many live in Panama City? Peoples.
No English. Was dann? Panamaisch oder was? Was spricht man in Panama? Gute Frage eigentlich. Hey Siri, welche Sprache spricht man in Panama? Ich habe drei Treffer gefunden. Spanisch, Karibe und panamaische Gebärdensprache. Gebärdensprache? Warum war die Stimme plötzlich ganz, ganz komisch? Das klang ja richtig, als wäre sie... Aber Spanisch spricht man da scheinbar. Spanisch, ah ja. Jetzt kommst du mit einem Spanisch. Fünf Sekunden später sagt er Spanisch, oh Mann. Cuando gente viven en Panama. En la ciudad de Panama. Rente ist Leute. Wie viele Leute? Oder? Richtig, oder? Ich denke schon. Könnt ihr Google Translate nachgucken? Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Okay, por favor. Uno, due, tre, people, Panama City. Thousands. Millions, millions. 1 million? Uno million? 4 Millionen. Und ich hab's mit meinem Spanisch hinbekommen. Uno, dos, tres, people. Perfekt. Oh, Rente, Leute. Hey. Verteilt gleich Zimmerkarten für alle und dann macht ihr euch einmal ein bisschen frisch und um 7 treffen wir uns wieder hier unten in der Lobby und dann Abfahrt. Was Abfahrt? Wir können hier was essen oder an einer geileren Location, wo ja noch so ein bisschen Skyline von Panama ja, noch mal ein bisschen gehen. Also wir gehen essen, Abfahrt zu. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Also ich bin glaube ich genauso wie Sascha, ich muss 5000 Mal nachfragen, was der Plan jetzt eigentlich ist. 5000 Mal, was muss ich hin, wo muss ich gehen? Es wird zwar immer gesagt, ich muss dann 5000 Mal Fragen stellen, okay, wo ist es nochmal? Und dann wiederhole ich es nochmal. So, also wir müssen um 12 dann da sein und vorher das und das machen. So, weil ich das sicher sein will, weil ich bin so ein Keck, der vergisst es dann wieder direkt, nachdem es gesagt wurde. Und dann geier ich wieder irgendwo rum, muss irgendjemanden wieder finden, den ich kenne, dass ich den fragen kann, wo ich hin muss. So. Hast du auch kein Netz dann da im Handy, oder? In Panama City. Gut, WLAN vielleicht im Hotel, ja. Wieder mit der Kippe in der Hand, ne, Knossi? Wieder mit der Kippe in der Hand, ja, ja. Ein Tag. Auch kurze Info, Leute. Im Merch von mir, ne? Brodyshop.de, will ich mal sagen. Die Bändel, soll ich die rausziehen komplett? Weil die nerven mir, weil das Logo mal abgedeckt ist davon. Ich meine, seht ihr jetzt gerade eh nicht, weil ich so sitze wie so ein Geschrimpt gerade, weil es 5 Uhr morgens ist. Aber was macht ihr? Macht ihr die da rein? Wie macht ihr das dann mit, wenn ihr was vorne habt? Zieht ihr die raus? Schreibt mal in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Aber brodyshop.de, ne, würde ich nur sagen. Brodyshop.de. Ich will nicht niemanden wach machen, Mitbewohner schlafen wahrscheinlich alle noch. Um 5 Uhr schläft man ja normalerweise. Tag voll mit Briefings. Bitte hört genau zu. Ist wichtig. Dient fast alles dazu, dass ihr nicht kapiert. Ja, gut. Ist kein Spaß. Wer da nicht aufpasst, ist selber schuld. So, yeah, my name is Tom McRoy. I run a school called Wild Survival. And ich gehe in die Mitte wieder, oder? Mitte ist cooler. Hier, oder? Ich denke schon, ja. Part of that is running classes out here, where we drop people off and do this kind of experience with a lot more training. So this is a very exciting concept. Angefangen mit Tomek Elroy, der als Survival- und insbesondere Experte der Region wichtige Einzelheiten über die Insel erzählt hat. Was bringt dich um? Was kannst du essen? Und vor allem aber, was besser nicht? Just the dangers that you're going to find on the island. Things that you just need to look out for that could really hurt you quickly. Die Teilnehmer erwartet eine bunte Vielfalt an Tieren, Pflanzen und äußere Umstände, die wirklich gefährlich sein können. Der umgangssprachlich Todesapfelbaum genannte Machinellbaum beispielsweise trägt Früchte, die kaum von normalen Äpfeln zu unterscheiden sind, bei Verzehr allerdings zum Tod führen können. Für sein Gift gibt es bis heute kein Gegenmittel. Es gibt auch einen Apfel, habe ich gehört. Ist es der? Weiß ich nicht. Den, wenn du den halt in der geringer Dosis einnimmst, dass du dann erstmal halluzinierst. Du bist erstmal so high von, weil zu viel dann tot, bei jedem Sache, aber... Okay, dann bitte einmal alle aufstehen, das Ganze jetzt unterschreiben. Alter, ist schon anders als gedacht, ne? Und jetzt alle unterschreiben, was ihr gerade gehört habt. Wenn ihr sterbt, es ist alles, wir sind hier abgesichert. Das ist ganz anders, als wir es gedacht haben. Krokodile sind da. Was auf große Bienen in Herden. Die größten der Welt. Die größten Krokodile, also die Welt. Die größte Bienen in der Welt. Und ich sag dir ein Geheimnis. Das Wichtige ist, das habe ich 2008 gemacht, auch bei meiner ersten Fernsehshow. Ne? Der Vertrag kommt, 32 Seiten. Es heißt, und den hat auch Slavko Skripkovski unterschrieben, sag ich, gib einen Stift. Und dann auch nicht mehr lesen. Es bringt nichts.
das ist alles neu. Stachelrochen, die Übung. Ja, Verträge nicht lesen ist immer eine sehr gute Sache. Erstmal unterschreiben. Ja, haben wir auch letzten Teil schon gesehen, dass, was auch zum Tod führen kann, bla und so, ne? ADAC, Auslandsversicherung, ne? Leichentransport danach, wenn man zurückkommt, ne? Schwierig. Und hier wieder mit Kipp in der Hand, ne? Also, Knossi durchgehen, ey, immer in der Hand, ey. So kenne ich ihn auch persönlich, also bei der Kartoffelsalat-Premiere damals. Auch immer mit der Kippe, sobald es ging halt. Überall flächendeckend auf dem Boden sind, die dir sofort das Bein reinhacken. Das ist ja ganz neu. Wo soll ich mich bewegen? Das ist ja krank. Krokodile, sehr große, ja? Jetzt kurz aller, es ist noch keine Pause. Wir haben Timing. Da braucht man. Geht nicht anders. Aber kein Problem. Ein Tag länger als Fritz. Willenskraft. Die Mediziner sind ja gerne an den weißen Händen, auch in Zukunft. Wir haben einmal Thorsten, die Erste-Hilfe-Ausbilder für Outdoor und unser Notarzt-Assistent. Und die werden euch jetzt ein bisschen was erklären. Eine Grundregel bei der Outdoor-Ersten-Hilfe, und das ist, Prävention ist King. Also alles das, was uns nicht passiert, ist eine wunderbare Sache. Die Regel könnte man auch übersetzen in Don't do stupid shit. Wenn ich mit einer Machete rumwirble, so wie Tom das gesagt hat, sollte ich zusehen, wo mein Bein ist. Wenn ich auf einer Klippe stehe, die 10 Meter hoch ist und mir denke, das wäre ein geiles Bild für die Kamera, denke ich vielleicht nochmal drüber nach, bevor ich runterspringe. Also es gibt... Ja, ich springe aus einer 10 Meter hohen Klippe runter, nur für eine geile Videoaufnahme. Da sehe ich mich auch voll drin nicht. Verschiedene Dinge in diesem Leben, die einfach schneller töten als andere. Und meine erste Frage wäre jetzt an euch, was könnt ihr euch vorstellen, was macht schnell tot? Viel Blutverlust. Viel Blutverlust, ganz genau. Mhm. So, wie stoppen wir eine kritische Blutung? Als allererstes. Verbinden. Nee. Mit der Hand? Mit der Hand, ganz genau. Scheißegal, wo wir irgendwas haben. Angenommen, ich blute am Arm, so ein bisschen, ne, das ist noch von Johannes übrig. Wir nehmen die Hand, wir drücken drauf und wir lassen erstmal nicht mehr los. Thorsten und Islam aus dem Medical... Boah, das ist aber auch weird, wenn das so dann rausspritzt. Und dann musst du dann mit der Hand so gegen den Strom... Ja gut, so stark wird es nicht rausspritzen, aber... Okay, ich glaube, überlege mir noch mal, ob ich da hin will oder nicht. Aber ist mir der Machete nicht ins Bein, muss ich mir merken. Merke ich mir für den nächsten Urlaub... nach Schwarzwald. Team haben den Leuten dann gezeigt, wie sie sich in Notsituationen selber verarzten können. Von kleinen Verletzungen, Reizungen und Unwohlsein bis hin zu Kopfverletzungen und extremen Blutungen, für die beispielsweise die Anwendung von Tourniquets wichtig sein kann und wirklich jede Sekunde zählt. Merkst du, wie es besser ist? Alter, bist du wahnsinnig, das kannst du doch einer drehen. Das kannst du. Und in dem Moment vor musst du. Vor allem im Oberschenkel musst du. Zieh. Ja, Oberschenkel ist halt eine Hauptschlagart auch drin. Ne? Wenn die ordentlich getroffen ist, dann kannst du richtig schnell verbluten, ne? Das ist nicht feierlich. Ich habe es in Filmen gesehen. Und dann den Clip hier drüber. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal zwei Medikits für jeden. Eins, das bei Öffnungen wie letztes Jahr zu Punktabzug führt und eins, das das sofortige Ausscheiden zur Folge hat. Oh, ist dieses Medikit geöffnet, hat der Teilnehmer aber vermutlich eh größere Probleme als die Wertung, denn dieses Kit ist, so doof es klingt, nur dafür da, den Verletzten etwas länger am Leben zu halten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Das Medical Team und auch die Teilnehmer sind dieses Jahr deutlich besser ausgestattet, um wirklich für jede Situation vorbereitet zu sein. Dazu aber sehr ausführlich in den nächsten Folgen mehr. Paddy hat danach die Base... Ich habe auch schon gehört, erfahren, dass Fritz gesagt hat, es wird kein Seven vs. Wild Staffel 3 geben. Hat er gesagt, in irgendeinem Stream oder so, habe ich bei TikTok gesehen, dass er gesagt hat, vielleicht in einem anderen Format, anderen Namen vielleicht für Seven vs. Wild, aber Staffel 3 per se von Seven vs. Wild wird es so nicht mehr geben, scheinbar. Basics der Kommunikation und Rettungswege erklärt. Wann sendet man einen Code Green, was im Prinzip ein Totmann-System ist, damit die Zentrale weiß, dass alles gut ist. Wann einen Code Yellow, der eine Abholung des Teilnehmers einleitet, ohne dass Lebensgefahr besteht. Und wann einen Code Red, was so viel heißt wie, der Teilnehmer ist in akuter, lebensbedrohlicher Situation und muss schnellstmöglich mit allen verfügbaren Ressourcen aus der Situation gerettet werden. Zum Schluss hat Max noch eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der GoPros, SD-Karten und allgemein des Technik-Cases gegeben. Die Teilnehmer müssen dafür Sorge tragen, dass immer alle Akkus geladen sind, nichts verloren geht und sie natürlich alles bestmöglich in Eigenregie festhalten, damit es überhaupt Material gibt, das ihr am Ende zu Gesicht bekommt. All diese Dinge mussten den Teilnehmern zwingend mit an die Hand gegeben werden, damit sie nicht ernsthaft zu Schaden kommen. Wir haben natürlich niemandem Tipps gegeben, sondern dem einen oder anderen wahrscheinlich nur noch mehr Druck gemacht, was aber völlig normal ist, ja, wenn man 8 Stunden darüber spricht, was alles schiefgehen kann. Ja, klar. Also eine Sache ist halt auch, wir wissen ja jetzt schon mal, dass keiner von denen gestorben ist, weil es jetzt durch die Nachrichten gegangen, wenn einer bei Samus World gestorben wäre. Also es ist keiner gestorben, Leute. Ja. Ja, ist so. Ich blute. Was mache ich? Raus. Sehr gut.
das allererste. Wir packen drauf auf die Blutung. Ist das jetzt hier eine Show oder was? Und keine Angst, nur weil ihr jetzt noch nicht wisst, wer Tom, Thorsten, Islam oder Paddy sind. All diese Personen und alle ihre Aufgabenbereiche werden in den nächsten Folgen hier im Behind the Scenes noch erklärt und gezeigt. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Sascha, was habt ihr vor? Weg die Haare. So weg mit den Haaren. Sofort. Komplett? Zeitlich. Iro. Iro. Und warum? I'm the King and the Joker. Schneidest du bei mir und ich bei dir? Bei mir? Natürlich! Ich bin auch nur bei dir. Im Hintergrund steht er da mit auch Glatze hier. Glatzenbrüder vereint. Woo! Eigentlich müssen wir mit Glatze so Bong machen, so Dong. Und dann geht es auf die Glatze, schlagen. So. Ich hab kurz rasiert, ich hab keine glatte Fläche hier oben, aber ja. Brüder, Brüder, wie Brüder! So. Rücken runter. Komm! Scheiße. Wie das aussieht! Mit diesem Arschschatz! Scheiße, Bro! Ist super. Jetzt bist du dran. Der sieht aus, als hätte er eine Brücke getragen, ey, wirklich. Komm runter! Du bist der Hyäne, ja! Du bist der Hyäne! Super, machst du mit Übergang, oder? Mit Übergang. Komm her, ey, das ist perfekt, ey. Super, Alter, mega, geil. Aber es ist echt gut, es ist echt gut, es ist echt gut. Ja, bei ihm steht's. Knossi jetzt nicht so sehr. Oh, ich stehe mir gerade Knossi vor mir komplett glatze. Oh, das wäre richtig gruselig. Weil der hat ja auch kaum, der hat so helle Augenbrauen, ne? Das sieht ja noch gruseliger aus. Hat auch kein Bart. Oh, Mach es auf! Wir sind ready für den fucking Dschungel, Alter. In ein paar Stunden geht's. Okay, let's go. Weil die Teilnehmer ja komplett alleine ausgesetzt werden, müssen wir uns, bevor sie ausgesetzt werden, um alles kümmern, was wir an Aufnahmen von ihnen brauchen. Also Hero-Shots, Fotos und so ziemlich alles, was dazugehört. Deswegen haben sich alle schon in Schale geschmissen, in ihre wirklichen Survival-Outfits und wir drehen und fotografieren sie jetzt. Naja. Auch hier ist mal wieder richtig geil zu sehen. Das Ganze ist halt von uns einfach Freestyle produziert. Dave sieht so aus, wäre einer von, als würde er da wirklich arbeiten. Also es wäre in Panama City aufgewachsen irgendwie. So sieht Dave gerade aus, als würde er einen Spielfilm drehen jetzt mit Survival in Panama oder sowas. Das ist keine Riesenproduktion hier. Touren nicht 50 Leute rum. Das ganze Licht, was kommt, ist nicht aus irgendwelchen LEDs, die aufwendig aufgebaut wurden. Wir arbeiten mit den Mitteln, die wir haben. Es ist mega geil und es kommt alles quasi aus der Hand von einem winzigen Team. Es ist Bluescreen auch übrigens im Hintergrund, weil sie grüne Klamotten tragen und bei Greenscreen werden sie sich gegenseitig rauskien, ne? Deswegen Bluescreen, ja. Richtig, richtig geil. Um wirklich vergleichen zu können, was die 7 Tage körperlich mit den Teilnehmern machen, mussten sie sich nach Briefings und Shooting noch einer kleinen Untersuchung unterziehen. Gemessen wurde Gewicht, Körperfett und Wasseranteil. Zumindest wurde es versucht. Alles klinisch, alles weiß, alles wirklich desinfiziert. Okay, mein Lieber, ich kann dir nur sagen, vom Gefühl her, letztes Mal wiegen 104 Kilo. Jetzt hatte ich aber heute schon Durchfall, 4-5 Mal. Er hat ja auch erzählt, dass er fast nur Durchfall hat irgendwie und keinen normalen Schiss mehr hat. Hat er mir irgendwann mal erzählt im Livestream, glaube ich, dass er nur Durchfall hat die ganze Zeit und es wie normal ist. Schuhe ausziehen, genau, und Hose aus und T-Shirt aus. Gut, und dann einfach draufstellen und dann liest du mir nach, also die Kilogramms und dann die Zahlen dahinter vor. Error. Error. Was ist Error? Was ist denn jetzt los? Error. Aber unangenehmer kann die Situation jetzt auch nicht sein, ne? Oder? 4 Männer in einem Raum, einer nackt. Terror. Das gibt's doch nicht. Na, warte. Bleiben. Error. Komm, lass drücken. Der Kameramann lacht sich auch einen ab, ne? Der wird ja nicht ausgesetzt. Hier, Klaus, kurz vorm Nervenzusammenbruch hier, weil er gleich raus muss und die Daten nicht funktionieren. Komm. Das ist doch Müll. Das ist doch Müll. Stellen Sie sich mal drauf, Herr Doktor. Nur mal gucken so. Guck mal, wie ich da stehe hier. Oh,
Sehr schön. Also die einzig wirklich verlässliche Angabe sind die Kilos. Aber ich will gern wissen, auch wie viel Fett habe ich wirklich. Das kann doch nicht sein, dass das Gerät jetzt spinnt. Das war der Error. Ja, vielleicht sind seine Hornhaut an den Füßen ja so dick, dass sie nicht durchmessen können. Oder wirklich eher aus Stahl, ne? Weil so Fettmessung geht ja auch ein Stromimpuls durch den einen Fuß durch, durch den Unterkörper durch, durch andere Beine wieder raus zurück in den Wirbel. Kann ja sein, dass die Eier so aus Stahl sind, dass du quasi dann den Strom daran aufgehalten wird. Richtig Labermüll. Aber das stimmt schon, dass es gemessen wird. Deswegen ist der Fettanteil auch nicht komplett vom Oberkörper auch. Ich glaube, nur so beinmäßig so. Wie mein Körperfett ist Error. 38,4, was kommt danach? 42,3. 37,1. 3298. Alright, gut. Ich hoffe, ihr seid alle satt. Ihr habt jetzt 11 Uhr Handyabgabe. Bedeutet, macht eure letzten Calls, verabschiedet euch, was auch immer ihr machen möchtet. 11 Uhr hier Handyabgabe und danach geht ihr schlafen. Schatz, ich liebe dich sehr. Ja. Ich werde es überleben und wenn nicht, Transport der Leiche nach Deutschland. Nein, Boah, Maria hat noch mehr Angst. Oha, richtig asozial. Was, Schatzi, das wird alles top. Das wird alles funktionieren. Mach dir keine Sorgen. Ich mach so lange, wie es geht. Und wenn nicht mehr geht, dann drück ich. Ja? Viel Liebe. Heul jetzt nicht. Heul jetzt nicht. Die Musik. Oh. Handy ist so der letzte irgendwie, das letzte Teil der Zivilisation. Komm jetzt weg. Ausschalten, oder? Boah, jetzt bin ich echt nervös. Emotional, Scheiße. Fuck. Also generell mal Props gehen raus an Dave, ne, für dieses krasse Teil hier. Was er auf die Beine gestellt hat hier, diese Zusammensetzung und generell einfach arschgeil. Das ist eine richtig geile, professionelle Doku-Kram so. Also Behind the Scenes, also in krass. Also wenn das jetzt schon so krass ist, das Format, wie krass ist dann erst Seven vs. Wild, Alter? Lass mich raten, Durchfall, oder? Das mache ich, mach aus. Ja, tschüss, Schatz, jetzt steht jemand vor meinem Zimmer. Ich muss Handy abgeben. Ciao, Baby, ich liebe dich sehr. Liebe, wir sehen uns schon bald. Guck mal, mein Held, ja, Bärchen, wir schaffen das. Ich bin immer bei dir, mein Held. Oh. Ich mache Handy jetzt aus. Seit, keine Ahnung, ich kenne das Leben nicht mehr seit in den 90er Jahren, als ich mein erstes Nokia 5110 hatte, gab es keine Zeit, in der ich kein Handy hatte. Ich habe mein erstes Handy bekommen in der Grundschule sogar, damit ich den Pauseweg dahin schaffe. Wirklich effektiv genutzt habe ich mein Handy erst, als ich schon in der Grundschule war. Halt vierte Klasse habe ich es genutzt, weil dann habe ich meine ersten Mädels, die ich kennengelernt habe, Nachbarskinder und so, Nachbarinnen, die ich geschrieben habe und so, erste Liebe mit SMS, ganz viel geschrieben. Ganz früher ganz, ganz viel SMS. Internet gab es damals nicht oder war sehr, sehr, sehr teuer fürs Handy. Weiß ich noch, pro SMS irgendwie 10 Cent zahlen, war auch arschteuer. Also vielleicht auch weniger, aber das war damals echt Tarife, dass du da gedacht so, uff, wenn du heute so viel für WhatsApp zahlen müsstest, dann würdest du pro Emoji gleich 10 Cent zahlen. Das ist ja viel zu viel. See you back in a few days. Jetzt sind zwei schlimme Dinge passiert. Handy abgegeben, scheiß auf Social Media, alles egal. Aber der Kontakt zur Familie, Freunde, Paulina, einfach Paulina hat geweint. Richtig. Fuck. Das war krass. Zweite Bad News. KFA von 43%. Das war mir. Wenn jetzt ins Bett gehen. Das ist natürlich richtig schlimm, wenn der KFA für den Teil 43% ist. Oha, kacke, Mann. Wir wissen nicht, was passiert. Morgen früh. Einfach irgendwann raus.
sind wir auf der Insel. Morgen um die Zeit draußen, Mitternacht, heißt die Viecher. Auf geht's, oder? No fucking excuses, Freunde. No fucking excuses. Irgendein Fitness-YouTuber macht bei so einem Survival-Ding. Bei dem Survival-Ding. Sachen gibt's. Naja. Gut gemacht. Wenn er weggeht, so, bist du deppert. Geil, ich mag den, er ist so sympathisch, Sascha, wirklich. Liebe geht raus, wirklich. Ich kenne den persönlich nicht, aber ich wünschte, wir würden uns immer begegnen. Ich würde gerne mit dem reden, aber so weiß ich. Er ist wirklich eine coole Socke, wirklich. Scheiße. Der lange Weg. Und nach der Handyabgabe hieß es dann für alle Teilnehmer ein letztes Mal im eigenen Zimmer, im warmen Bett, schlafen. Naja, nicht für alle Teilnehmer. Otto hatte andere Pläne. Oh, was? Nochmal ein Video. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, weil die Wecker der Uhr da hier steht. Es zeigt irgendwie 8.27 Uhr an, aber das kann nicht stimmen, weil es einfach noch mitten tief in der Nacht ist. Und ich habe unfassbare Schmerzen im Rücken und im oh nein. Oberschenkel, ein Arsch und dann geh. Ja, probiere ich das jetzt im Haus zu arbeiten mit im Gym. Was? Der hat Schmerzen im Arsch, im Oberschenkel und so und dann will er das rausarbeiten im Gym. Der will ein bisschen trainieren jetzt noch im Gym. Nachts, wo er eigentlich schlafen sollte. Oh, das ist aber schon ein kacker Start, wenn du Samuel Wilde hast und dann schon so losgeht. Oh nee, komm. Das ist der denkbar beschissenste Zeitpunkt für solche Schmerzen, muss ich sagen. Ja, echt so, ja. Naja. Aber was Erfreuliches, will nicht meckern hier. Ich hatte hier noch gestern was Schönes vorbereitet, falls wir ja nachts geweckt werden. Ich Max mir alles gesagt, ja, macht, kommt gern rein, aber ihr solltet für eure Sicherheit langsam reinkommen. Ja, ich weiß nicht, ob man so erkennen kann, aber so eine kleine Falle. Es klappert dann laut, wenn die reinkommen. Warum? Warum hat er das gemacht? Hä? Warum? Warum diese Falle? Der verschwendet seine Ressourcen jetzt schon, oder wenn ein bisschen trainieren, basteln, fallen, schlagen. Oh, vielleicht hat er trainiert, ja, und willst du üben, testen schon mal an echten Lebewesen, Säugetieren, an einem Menschen. So, ich gehe mal ein bisschen austrainieren, das Zeug. Gehen tut tatsächlich besser, muss man sagen. Übungen haben auch halbwegs gepasst. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Ich bin jetzt nicht der emotionalste Mensch. Aber ich mache mir... Mir geht es aber nicht so gut zu wissen, mit so Schmerzen hier reinzugehen. Und eventuell die nicht die Show zu versauen. Klar, wahrscheinlich wäre es gut für die Story, wenn Otto am ersten Tag rausfällt. Aber so habe ich mir das halt selber nicht vorgestellt, ne? Aber so blöd es klingt, fühle ich mich gerade nicht ready, an der Insel jetzt teilzunehmen. Oh nein. Ja. Das ist scheiße. Was soll ich anders sagen? Auch Otto kann mal down sein. Mm. Ich ziehe mir jetzt die Sachen an. Ich habe mich so gefreut auf Otto. Ich hoffe, es geht noch irgendwie gut oder so. Bin eh wach. Und in der Rezeption habe ich gesehen, haben wir 4 Uhr irgendwas. Jo. Passt. Wenn ich einmal stehe und eine Stunde diese Schmerzen überwunden hat, dann geht es. Und ich bin einfach hin und her gerissen gerade. Also ernsthaft, macht das so Sinn oder macht das keinen Sinn? Der Ehrgeiz sagt natürlich Otto auf jeden Fall, scheißegal wie die Schmerzen sind, scheißegal was ist, 7 Tage kommt man immer durch. Hat sogar schon seine Gesichtsmaske aufgetragen, dass die Haut das auch überlebt. Sorry für den dummen Witz, Leute, muss jetzt sein. Und auf der anderen Seite denkt man sich, Gesundheit geht irgendwie vor. Aber da denke ich mir, was kann schon passieren? I don't know. We will see. Naja, da sieht es aus, nice aus. Ja, das stimmt. Eine Stunde noch, oha. Ich habe so ein bisschen so Klassenfahrt-Vibes, ne? So Klassenfahrt, morgen müssen wir um 9 Uhr aufstehen und so bla aufstehen und irgendwie so Vibes kriege ich auch so ein bisschen, ja. Vor allem mit geweckt werden vom Lehrer und so, ja. Guten Morgen. Boah, gleich die Kamera rein. Ja, in 15 Minuten unten. Okay, ich habe schon gewartet, wann ihr kommt. Mann, zieh dir was an. Was ist das denn? Die Unterhose hängt alles raus hier. Alter, die Halbplatte da unten. Was ist das? Ich will das nicht sehen. Also, was? Kurz Licht. Alter,
Sieht gut aus. Ich muss immer runtergucken, Mann, ich will das nicht. Nein, bitte. Was geistert hier schon rum? Du sollst auf dem Zimmer sein. Anderen Stuff hier rein. Okay. 15 Minuten unten. Okay. Nicht rütteln. Ah, das sind die Codebeutel, muss noch einmal abgeben zum Scannen, ja. Ist es jetzt soweit? Guten Morgen. Ich bin ready. Ready machen, 15 Minuten unten. All deinen Scheiß hier rein. Was für ein Scheiß? Ja, alles, was du sonst nicht brauchst. Schon Dschungeluniform an? Nee, dein normalen T-Shirt. Deine Dschungeluniform packst du rein. Ja, natürlich. Dschungeluniform anziehen, deine anderen Sachen da reinpacken. Ach so, okay. Also Dschungel. Ey, morgens natürlich Späße machen kann ich auch nicht ertragen. Ne? Da wäre ich genauso reagieren wie Knossi. Wenn mir morgens mir jemand einen Sperz macht, ich so, hey, was soll ich jetzt machen? Hä, was? Wie soll ich anziehen? Ich wäre auch verwirrt. Sorry, also jetzt schon mal vorab, falls ich bei Sam vs. Wild oder bei dem nächsten Format mitmache, Dummy vs. Wild, das bin ja nicht, dann, ne, ich stelle 5000 Fragen. Dschungeluniform? Ja. Okay, ich bin ready. Gut, bis gleich. Guten Morgen. Angemalt, so wie er hier steht, war um 2 Uhr noch im Fitnessstudio. Er dreht den Spieß um, er sucht die Organisatoren. 15 Minuten unten. Ich habe gerade meine 20 Minuten Achtsamkeitsübung gemacht, das passt mir sehr gut. Da weiß ich nicht, ob es echt war jetzt oder ob es ein Joke war. Nova noch, ne? 15 Minuten unten. Komplette Montur. Ah, direkt Papa Platte Merch hier an. Ah, ja, direkt hier Werbung. Ein? Okay. Ready to rumble. Alles okay? Ja. Alles gut. Hast du geschlafen? Oh, Knossi hat gar nicht geschlafen. Ja, Paulina schon. Oh, diese Musik auch, ne? Dieses Trommeln. Dün, 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 dün. Da kriege ich jetzt schon nervös. Ich werde allein für nervös beim Zuschauen hier jetzt schon. Ach du Heiliger. Nur zurück, wir fuhren zurück, alles andere ist scheißegal. Dün. Euro. 10.000 Euro werden das, dann sind wir bei, und wenn wir beide bis Ende durchgehalten haben, ist es nichts. Wenn beide bis zum Ende durchhalten, ist es nichts. Ansonsten zahlt der als Erster rausfällt, dem anderen 10.000 Euro. Oh. Egal ob Verletzungen oder. Ja. Stell dir mal vor, wirklich, du bist krank, jetzt Fieber. Machen wir alles außer Krankheit. Alles außer Krankheit und Verletzungen. 10.000 Euro. Außer Krankheiten, Verletzungen. Und woher weißt du, dass du gerade Fieber hast? Gut, durchs Medikit, ne, wenn es dir nicht gut geht. Ja, krass. Ja gut, aber bisher ist ja nur passiert, bisher haben ja nur Leute bei Sam vs. Wild ausgetreten wegen Krankheiten, Verletzungen. Also Dave, weil er übergeben hat. Eine wegen einer Kopfwunde war Verletzung. Also es hat letzte Staffel ja auch nur Leute draufgehört wegen Verletzungen. Das Einzige, was nicht, was noch auftreten könnte, wäre halt Einsamkeitsgefühl und so. Und das wäre halt so das Einzige, wo man dann aufhört dann. Sascha, denk dran, wenn die Sonne untergeht, schrei ich nach dir. Ich schrei nach dir. Im Dschungel hört dich niemand schreien. Danke. Dieses Grill. Andamu tut selten gut. Das ist es. Das alle ist Kandidaten in einem Auto. Ja. Leute, wir sind's. Wir sind die Gruppe. Ist euch das klar? Ey, wir halten alle durch bis zum Ende. Machen Sie wir schaffen das alle. Ja. Weißt du, was ich meine? Das wird. Ey, und dann sehen wir uns wieder. Ist Otto jetzt eigentlich drin im Auto? Ist Otto dabei? Der mitgefrühstückt, dabei ist er jetzt dabei. Also, ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, der hockt hier hinten hinter Joris. Genau, ja. Nächste Woche. Und wir werden uns so viel erzählen. Wir sehen unsere Liebsten wieder. Ja. Die sind einfach da. Wir machen das. Wir machen das. Was soll passieren? Hoffentlich verletzt sich keiner. Ihr müsst nur eins überlegen.
Ey, es gibt so viele, die kein Dach über dem Kopf haben, die leben das jeden Tag. Vielleicht nicht bei wilden Tieren, aber irgendwo. Das kann man machen. Legt euch in den Dreck. Macht die Augen ja, zu aber das können Sie doch und lasst 7 Tage vergehen. Macht die Augen zu und schlaft einfach durch. Ist schon geil gemacht mit der Musik und so, ne? Was haben wir schon drauf? Aber ich sehe halt Otto nicht, ne? Ich will. Was mit Otto? Ich sehe nicht. Ja, fuck, ey. Fuck, Alter. Oh, nee, was ist denn das? Oh, nee, Alter. Das Otto. Otto ist dabei. Ja, okay, sehr gut. Ich hatte schon Sorge. Keine Ahnung, er kommt, der steht am Frühstückstisch und so, aber man weiß ja nie, ne? Ob es eben genauso sein wird wie bei Dave oder so. Ja, aber letzte Staffel haben ja auch Leute angefangen. Die erste Staffel haben auch Leute angefangen mit Durchfall und so Kram, ne? Das war's. Achso. Ja gut, die eigentliche Aussetzung, die kommt ja erst noch, ne? Das ist ja dann, wo sie ins Wasser springen und so, dann nackt wahrscheinlich, oder? Springen sie wieder nackt raus? Weiß ich gar nicht, wie das gemacht wird. So bei den Mädels ist ja ein bisschen schwierig dann. Weiß ich nicht. Mal, werden wir sehen. Lasst da hoch, wenn ihr auch wollt, dass ich auf Samus Wild reagiere, morgen 18 Uhr dann hier auf diesem Kanal. Ansonsten bin ich nervös, hab Angst jetzt schon davor, es zu sehen und ja. Ich mach dann mit. Seven versus Brody. Alle gegen mich. Macht's gut, haut raus, ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.